Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema Aussprache von R. Dieses Video erklärt dir, wann R am Silbenanfang R ausgesprochen wird, wann R am Silbenanfang R ausgesprochen wird, wann R am Silbenende R ausgesprochen wird, wann R am Silbenende A ausgesprochen wird, und wie R in einigen häufig vorkommenden Silben und Endungen klingt. Fangen wir an. Bitte beachte zunächst Folgendes. Dieses Video behandelt die Aussprache von R im Hochdeutschen. Ziel des Videos ist, dir bei der Verbesserung deiner Aussprache zu helfen. Die von mir verwendete phonetische Schrift soll dir dabei helfen. Eventuell weicht die phonetische Schrift, die ich verwende, etwas von der im Wörterbuch ab. Aber wie gesagt, das Ziel ist die Verbesserung der Aussprache und nicht die hundertprozentige wissenschaftliche phonetische Wiedergabe. Sieh dir zur Bildung des Buchstabens R auch unbedingt folgendes Video an, in dem die Aussprache von R und Ch erklärt wird. Deutsch, Aussprache von CH, R, deutsche Untertitel. Sehen wir uns R zunächst am Silbenanfang an. R wird am Silbenanfang R ausgesprochen, wenn der erste Buchstabe ein R ist. Zum Beispiel Rasen, Regen, Rot, Aufregen, Bäckerei. Folgt R auf einen stimmhaften Konsonanten, dann wird es auch R ausgesprochen. Zum Beispiel Brot, drücken, groß, Wrack. R kann am Silbenanfang jedoch auch wie ein R ausgesprochen werden, wenn es auf einen stimmlosen Konsonanten folgt. In diesem Falle überträgt sich die Stimmlosigkeit auf das R. Hör dir die Aussprache genau an und versuche, die Wörter nachzusprechen. Frei, krank, Preis, Schrift, Treffen. Sehen wir uns nun an, wann R am Silbenende R ausgesprochen wird. Das ist immer der Fall nach einem A und nach einem kurzen Vokal. Das R wird in der Regel sehr schwach ausgesprochen. Es folgen ein paar Beispiele. Hör dir wieder die Aussprache gut an und versuche, die Wörter nachzusprechen. War, Bart, fertig, Geschirr, Wort, Wurst, wärmen, störrisch, Bürste. Kommen wir nun zur Aussprache A am Silbenende. Nach einem langen Vokal, außer beim A, wird das R wie ein A gesprochen. Ein R wird nicht gesprochen, sondern nur A. Hier ein paar Beispiele. Sehr, wir, vor, Uhr, Bär, Stör, für. Und noch drei Beispiele. Der, er, wer. Und hier noch ein paar längere Beispielwörter. Bewerten, Ohrwurm, Urwald, Störfall. Kommen wir nun zur unbetonten Endsilbe ER, die ebenfalls A ausgesprochen wird. Hier sind vier Beispiele. Immer, Wetter, 100, Schwertransporter. Beachte beim Wort Schwertransporter, dass das erste ER betont ist und R ausgesprochen wird. Am Ende steht das unbetonte ER mit der Aussprache A. Jetzt möchte ich dir noch vier Aussprachetipps für besondere Silben und Endungen geben. Verben, die auf IEREN enden, kannst du am Ende IERN aussprechen. Zum Beispiel blamieren, kopieren, telefonieren.
Die Perfektformen dieser Verben auf IERT werden immer IERT ausgesprochen. Blamiert, kopiert, telefoniert. Die Vorsilbe ver wird häufig einfach fa ausgesprochen. Verheiratet, verlaufen, verkauft. Und die Vorsilbe zer wird häufig einfach za ausgesprochen. Zerbrechen, zerdrücken. Fassen wir noch einmal die wichtigsten Informationen zusammen. Am Silbenanfang wird das R als erster Buchstabe oder nach einem stimmhaften Vokal R ausgesprochen. Reise, 3. Am Silbenanfang wird das R nach einem stimmlosen Vokal FKP, Sch, T, R ausgesprochen. Froh, Prost. Am Silbenende wird das R nach einem kurzen Vokal oder nach einem A als R ausgesprochen. Herr, warnen. Am Silbenende wird das R nach einem langen Vokal außer A als A ausgesprochen. Dir, Kur. Die unbetonte Endung ER wird A ausgesprochen. Teller, Meister. Die Verbindung IEREN und IERT werden IERN bzw. IERT ausgesprochen. Interessieren, interessiert. Die Vorsilben FER und ZER können auch FA bzw. ZA ausgesprochen werden. Versuch, zerbeult. So, das waren die wichtigsten Informationen zur Aussprache von R im Hochdeutschen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.